Hey, erstmal groß Dankeschön, dass du das Video eingeschaltet hast und willkommen. Was? So Leute, ich muss mich bei euch entschuldigen, ich muss mich heute etwas beeilen. Aber hey Mann, gleich zeigen sie eine neue Folge von iCarly, so ein Weihnachtsspecial, ey, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und ihr könnt es mir echt nicht übel nehmen, denn für iCarly mache ich sogar eine Call of Duty Pause. Also kommen wir mal zügig zur ersten Frage. Hey, ja, sag mal, hast du an einem Tag im Real Life eine Call of Duty Entzugserscheinung gehabt? Hast du das auch eben gerade gehört? Nö. Also ganz ehrlich, ich muss zugeben, ich hatte wirklich krasse Entzugserscheinungen. Hast du das auch eben gerade gehört? Ich dachte wirklich, jede 15 Minuten, wow, du hättest jetzt eigentlich noch ein Level weiter sein können. Aber hey Leute, manchmal muss man auch sein Real Life ein bisschen pflegen. Naja, aber Leveln wäre auch nicht schlecht. Aber was soll's, die komischen Entzugserscheinungen sind ja jetzt weg. Und deswegen kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Wer hat dir eigentlich Call of Duty beigebracht? Also das finde ich mal eine gute Frage. Denn sei doch mal ehrlich, liebe Call of Duty-Spieler, jeder von uns hatte doch einen Meister. Zumindest eine Person, die dir das Spiel erklärt hat, was du in gewissen Situationen zu tun hast. Ein Meister? Was soll ich tun? Merke dir eins, Herr Berto. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was meinen Sie damit, Meister? Damit meine ich, wenn die Bombe liegt, dass der Bombenträger immer noch in der Nähe ist. Okay, Meister. Wie du immer fragen kannst, egal was los ist. Meister, was soll ich tun? Merk dir eins, mein Sohn. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Was meinen Sie damit, Meister? Damit meine ich auch, wenn der Bombenplatz leer aussieht. Der Gegner dich immer noch im Auge hat, wenn du ihn schärfst. Okay, Meister. Naja, aber hier ist die Person Mitchell. Meister? Ich habe mir wirklich damals alles gezeigt. Ich war wirklich nur. Was soll ich tun? Alter, ich bin mit einer MP5 mit einem ARKOG rumgelaufen. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Also auf jeden Fall nochmal großes Dankeschön an Mitchell, dass du dir damals so viel Zeit für mich genommen hast. Okay, Meister. Naja, und die letzte Frage, die zu dieser Jahreszeit natürlich sehr aufgekommen ist, war... Hey, ja, was machst du eigentlich an Weihnachten? Also ich muss ehrlich sagen, dieses Weihnachtsfest wird für mich leider nicht so schön. Naja, meine Mom ist dieses Weihnachten nicht da und mein Dad hat auch keine Zeit. Und deswegen werde ich Weihnachten wahrscheinlich wirklich ganz allein zu Hause von meiner Playstation verbringen. Meine Mitbewohner sind alle bei ihren Familien. Aber hey, was soll's, ich werde einfach an Weihnachten ein Care-Package einpacken. Und wenn ich Glück habe, ist ja ein AC-130 drin. Aber so als das Einzige, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist ja nur, dass AlphaDog mir die Bombe lässt. Also AlphaDog, komm schon, ich bin Weihnachten ganz allein zu Hause, mach mir bitte diese eine Freude. Okay, jetzt wird's langsam emotional, komm auch mal langsam zum heißen Stuhl. Ja! Hey, ja, hast du endlich deine Klassen eingestellt? Ja. Hey, ja, warum klaust du mir nachts meine letzten Chicken Wings? Weiter. Hey, ja, bist du schon mal über das WLAN-Kabel gestolpert? Wie soll das funktionieren? Hey, ja, Mario hat angerufen, er will eine Runde Xbox mit zocken. Ist das okay für dich? Nein. Hey, ja, wie findest du mein Haus? Super. Hey, ja, wieso heißt diese Serie? Hey, ja. Wieso heißt der Sarg? Eigentlich Sarg, obwohl niemand etwas sagt. Hey, ja, was hast du für ein Abischnitt? Naja, sagen wir so, wenn mein Abschlussquote halb so gut wäre, wäre ich schon der Beste aus meiner Liste. Hey, ja, können Glatzköpfe auch meine Glücksspiele haben? Ich glaube nicht, oder? Hey, ja, was los? Ich habe dich gestern beim Mediamarkt Xbox spielen sehen. Das war nicht ich, das war oben. Hey, ja, auf welcher Sanitätsstufe zockst du MP3? 10. Hey, ja, du bist ein Beatboxer und du bist ein Teilboxer. Bist du vielleicht auch ein Xboxer? Ohne meinen Anwalt sag ich hier überhaupt nichts. Meister, was soll ich tun? Merk dir eins, mein Sohn. Wenn du Durst hast, dann trink was. Was meinst du damit, Meister? Meinst du damit, wenn die Bombe liegt, dass ich sie einfach entschärfen soll? Dass ich mir einfach das nehmen soll, was ich wirklich haben will? Eigentlich wollte ich nur sagen, dass du was von der Wasserflasche trinken kannst, die da steht. Okay, Meister. Aber trinkst du gerade meine Meiermilch? Oh, oh. Hast du das auch eben gerade gehört? Nö.